Ja, hi, ich bin Stefan und ich habe mich in 20 Jahren darauf spezialisiert, die Tiefpunkte von Aktien fundamental und technisch zu bestimmen. Und ich habe ein System entwickelt, mit dem wir ungefähr 50% von all diesen Aufwärtsbewegungen hier mitnehmen können. Und heute möchte ich mit dir aus logischem Anlass einmal die Warteaktie anschauen. Das kannst du jetzt hier sehr schön sehen. Also wir haben ja eine sehr üble Abwärtsbewegung jetzt gehabt bei der Warta-Aktie. Also wenn wir uns das einfach mal ausmessen, also hier ein bisschen rauszoomen, sehen wir das. Wir haben eine sehr schöne Entwicklung gehabt, ungefähr so bis 2021. Und seitdem ging es jetzt nur bergab. Ja, also wir reden jetzt wirklich von über 90% Rückgang. Und das ist natürlich wirklich eine sehr, sehr üble und sehr, sehr schlechte Entwicklung. Insbesondere wenn man überlegt, dass wir gerade überall von Elektrifizierung reden. Und ja, die Aktie, die kriegt es einfach nicht hin, irgendwie wieder nach oben zu gehen. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich jemand, der genau auf solche Aktien guckt, weil ich will ja Tiefpunkte bestimmen, ich will ja Turnaround-Kandidaten. Ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Deswegen stelle ich mir ja schon die Frage, hey, wie sieht das denn aus? Muss das jetzt nicht langsam mal zu Ende sein? Also ich meine, wir sind bei minus 91%, bald ist ja nichts mehr da, ja. Und wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass das Ganze hier dreht und wie sieht es gerade aus? Und das möchte ich jetzt einmal mit dir klären. Und ich habe sehr lange jetzt immer die Finger von Warta gelassen. Ja, also ich habe einmal versucht einzusteigen, das war hier nach diesem extremen Absturz, habe dann von diesen 24% plus hier, habe ich so 10% oder sowas mitgenommen, also nicht sonderlich viel ehrlich gesagt. Und ja, dann wurde das Ganze wieder abverkauft und dann bin ich erstmal rausgeblieben. So, jetzt gerade hat sich die Situation aber verändert. Und guck mal hier auf diese Situation. Ja, also warum hat sich die Situation verändert? Ich bin mir relativ sicher, du kennst diese Definition für Auf- und Abwärtstrends. Ja? Ein Abwärtstrend ist dadurch gekennzeichnet, dass es tiefere Hochs und tiefere Tiefs gibt. Das heißt, wenn wir jetzt das hier anschauen, wir haben hier ein Hoch, das nächste Hoch ist tiefer, 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 tiefer. Ja, und mit den Tiefpunkten genauso. Tiefer, 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 tiefer. So. Wieder tiefer, wieder tiefer, aber jetzt wird es langsam interessant. Auf einmal haben wir einen Tiefpunkt, der höher liegt. Wir haben einen Hochpunkt, wenn du genau schaust, der ebenfalls höher liegt. Jetzt wurde das hier zwar wieder abverkauft, aber du siehst, wir kriegen so erste Anzeichen dafür, dass dieser Abwärtstrend jetzt langsam enden könnte, ja, dass es an Momentum verliert. Und das ist der Grund, warum ich sage, jetzt wird Warta langsam interessant. Du siehst hier unten die Einstiegssignale bei mir aus dem Investment Club. Ja, also du siehst, sie passen ziemlich gut auf diese Tiefpunkte. Ja. Natürlich, technische Indikatoren sind nie perfekt, ja, aber so Pi mal Daumen sind die sehr, sehr schön auf den Tiefpunkten. Und du siehst, wir hatten jetzt gerade auch einen, ich habe den nicht genutzt, ja, aber der nächste hier, der jetzt kommen wird bald, der wird wahrscheinlich sehr, sehr interessant. Ja. Ich weiß noch nicht, ob die Hobby-Signale das abbilden werden, aber die Profi-Signale auf jeden Fall. So, und ja, das heißt, wir wollen jetzt mal gucken, können wir jetzt nicht das aktuelle Level mal nutzen, um hier vielleicht einen Einstieg zu wagen? Dazu, lass uns mal schauen, also wir haben jetzt hier ja, ungefähr 8,2% ungefähr bis zu diesem Tiefpunkt. Das heißt, es ist durchaus in einer Größenordnung, den man mit einem Stop abbilden kann. Sei aber da so ein bisschen, ne, bisschen großzügiger immer, sonst werden deine Stops wahrscheinlich immer ausgestoppt. Und ja, lass uns jetzt noch mal gucken, wie viel Wert steckt denn wirklich hinter der Warta-Aktie zum aktuellen Zeitpunkt, damit wir uns irgendwie ein Bild davon machen können, wie viel Potenzial haben wir bei der Aktie und halt auch irgendwie eine Einschätzung dafür haben, ob sich das lohnen könnte, da jetzt reinzugehen. Das Dümmste, was man machen kann, um zu überlegen, wie viel Potenzial die Aktie hat, ist einfach mal zu schauen, was sagen denn die Analysten. Das liegt bei 21,4%. Das heißt, die sind auf jeden Fall relativ bullish, würde ich sagen. Aber der Witz an der Geschichte ist, dass ihre Ratings alle noch auf Hold und Sell sind. Jetzt ganz wichtig, wenn du auf den Moment wartest, wenn die Analysten umspringen auf Buy, dann bist du meistens zu spät. Ja, dann sind wir schon ordentlich im Aufwärtstrend drin. Nichtsdestotrotz ist das ja, finde ich, eine interessante Situation, ja, dass sie sagen, ja, wir haben 20% Potenzial, aber wir stellen das trotzdem alles auf Sell.
Ja, ist so ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Wenn wir das jetzt aber mal richtig machen, das heißt, wir gucken uns jetzt mal an, in den letzten 7 Jahren, wie teuer war denn dort die Warta-Aktie im Vergleich zu ihrem Basiswert, also im Vergleich zur Größe des Unternehmens. Ich habe hier unterschiedliche Kennzahlen die einmal rausgesucht, EBIT, Umsatz, Bilanzsumme und Eigenkapital. Und wenn man das macht, sehen wir, dass wir ein sehr, sehr großes Potenzial haben, allerdings beim EBIT momentan extreme Probleme haben. Ja? Und das ist auf jeden Fall sehr interessant, das heißt, allein schon, wenn du nur darauf guckst, siehst du schon, okay, unternehmerisch gibt es gerade Probleme, das wird dich jetzt nicht irgendwie überraschen. Ja? Aber wenn wir halt mal so diese anderen Werte zugrunde legen, sollten wir irgendwas so zwischen 100 und 500% Potenzial eigentlich haben. So, wenn wir uns das im Chart angucken, wie sieht das denn aus? Also 20% Potenzial, das wäre quasi bis hier. Du siehst, jetzt so für die Bewegung hat sich quasi fast nichts getan. Hier also auf 15,81 müsste das Ganze raufgehen, um 20% Potenzial zu haben. Und das ist das, was die Analysten sagen. Das ist natürlich sehr, sehr kurzfristig gedacht, wie die das immer so machen. Die sagen immer, das ist für 12 Monate. Aber ehrlich gesagt, meiner Meinung nach sind diese Analystenschätzungen immer Prognosen so für die nächsten 2-3 Monate. Und da darf man auch nicht so viel drauf geben. Wenn du jetzt mal anschaust, was 100% sind, das wäre so ungefähr bis hier. Das wäre so knapp unter 30. Ja? Also das ist durchaus, denke ich, ein sehr interessantes Level, wo man überlegen könnte, dass man dort vielleicht wirklich einen Teilverkauf macht. Wenn man jetzt irgendwie so sagt, so jo, alles klar, ich will jetzt da auf Nummer sicher gehen und die Aktie relativ früh komplett abstoßen. So, die 500% Potenzial, die würden so bis hier oben gehen. 500% klingt natürlich total absurd und total viel. Aber wenn du dir das anschaust, das ist noch hier weit unterhalb diesen Tiefpunkten, die wir hier oben haben. Ja, also da sind wir bei 500-600%. Und dementsprechend könnte das durchaus sein, dass Warta dort an der Stelle auch hinkommen könnte. So. Jetzt hast du gerade aber auch gesehen, es gibt offensichtlich gerade Probleme beim Gewinn. Deswegen lass uns jetzt doch mal schauen, welche Probleme haben wir denn bei Warta aktuell. Und dazu, du kennst es aus meinen Videos, gucken wir uns jetzt zuallererst einmal die Entwicklung des Geschäftsmodells an. Also schauen uns mal an, wie hat sich denn Warta in den letzten Jahren so entwickelt. Und wenn wir das jetzt einfach mal machen, dann sehen wir hier in Rot die historische Marktkapitalisierung, also die Entwicklung des Wertes aller Aktien zusammen. Hier unten dieser Punkt sind 911 Millionen. Das Problem ist aber, das ist der Jahresschlusskurs von 2022. Jetzt gerade sind wir bei 611 Millionen. 611 Millionen ist so knapp oberhalb des Eigenkapitals, das wir in 2021 hatten. Also wir sind ungefähr hier so gerade und damit unterhalb des Umsatzes angesiedelt, was durchaus einer sehr günstigen Bewertung entspricht. Du kannst auch hier sehen, wie dieser Absturz zustande gekommen ist bei Warta. Du siehst hier, die Umsätze sind eigentlich relativ konstant. Die Gewinne sind richtig weggebrochen, hier auf minus 184 Millionen, was ziemlich übel ist, weil das ja ungefähr einem Drittel der Marktkapitalisierung entspricht. Ja, also dieser Verlust, den wir jetzt hier in 2022 hatten, ist wirklich ja, besorgniserregend, sage ich mal. Und das Schlimme ist, es ist sogar noch schlechter geworden. Ja, also in 2023 haben wir jetzt 253 Millionen verloren. Und das ist natürlich etwas, was sehr problematisch ist, weil das ist jetzt sogar mehr als ein Drittel. Da sind wir jetzt fast bei 50% der aktuellen Marktkapitalisierung. Und auch wenn du das jetzt aufs Eigenkapital beziehst, du siehst es hier, das war Ende 2022 war es 239 Millionen. Und mit diesem Verlust sollten wir jetzt wahrscheinlich in die negativen Zahlen rutschen beim Eigenkapital. Also das sieht gerade sehr, sehr schwierig aus und deswegen halt auch dieser extreme Absturz, den wir bei der Warta-Aktie gesehen haben. Lass uns deswegen jetzt mal schauen, was die Analysten prognostizieren für die nächsten Jahre bei all diesen Kennzahlen, die wir uns jetzt gerade angeguckt haben, weil die Größe des Unternehmens ist dann sicher schön gewachsen, die Umsätze sollen konstant bleiben. Du siehst auch, sie haben zumindest Umsätze für 2025 prognostiziert, das heißt, sie gehen jetzt nicht unbedingt von einer Pleite aus. Aber wie das ganz genau ist, gucken wir uns jetzt an. Ja, dann lass uns doch mal schauen. Also das sind jetzt die Schätzungen für die Unternehmensentwicklung von Warta. Und das Interessante ist, du siehst es hier, die Umsätze werden prognostiziert, dass die weiter steigen sollen. Das Problem ist, das Ergebnis, die Aktie, das haben wir gerade schon gesehen, das sind diese 250 Millionen Minus, ja, soll jetzt weniger Minus werden. Also das Minus soll sich quasi halbieren, so. Das Problem an der Geschichte aktuell ist, dass das Eigenkapital ja tendenziell immer weniger werden soll. Wenn wir uns das Ganze jetzt hier nochmal anschauen, dann erkennen wir, dass wir 179 Millionen Euro Eigenkapital haben sollen.
Dementsprechend, wenn wir jetzt die Verluste nehmen, die wir jetzt nächstes Jahr haben sollen, die kannst du jetzt genau hier sehen. Gewinn vor Steuern in Millionen, ja, also minus 44 Millionen. Dieser Verlust wäre gedeckt. Das heißt, wir gehen jetzt, oder die Analysten gehen davon aus, dass diese Gewinne oder die Verluste, die jetzt gemacht werden im nächsten Jahr, dass die gedeckt sind durch Eigenkapital. Dementsprechend sollte uns keine Pleite im nächsten Jahr erstmal bevorstehen. Was jetzt allerdings schon irgendwie interessant ist, ist halt, dass wir hier 179 Millionen Eigenkapital noch haben sollen, obwohl wir ja weniger Eigenkapital im letzten Jahr hatten. Und da müssen wir mal gucken, wo Warta dort dieses Eigenkapital herbekommen hat. Und ehrlich gesagt, in so einem Fall gibt es eigentlich nur eine einzige Variante. Und das ist, dass sie die Aktien verwässert haben. Und ob das der Fall ist, gucken wir uns jetzt mal an. Dazu gucken wir jetzt hier einmal auf die Anzahl der Aktien. Und in der Tat ist es halt so, dass hier die Anzahl der Aktien im Vergleich von 2011 auf jeden Fall extrem einmal erhöht wurden, ja. Aber jetzt 2022, 2023, ja, wurde die Aktienanzahl um 2 Millionen Aktien erhöht. Das ist gar nicht mal so viel. Aber wenn du 2 Millionen nimmst, ja, und 2 Millionen zum Beispiel hier, weiß ich nicht, zu welchem Kurs sie das geschafft haben, hoffen wir mal, dass sie die irgendwie für 20 oder sowas auf den Markt gebracht haben, dann wäre es halt so, dass das ungefähr 40 Millionen sind und sie damit zumindest einiges an Geld wahrscheinlich reinholen konnten. So, das heißt, wir müssen jetzt mal schauen, macht es jetzt Sinn, dass wir solch einen Turnaround eventuell jetzt haben? Und ist das jetzt ein sehr guter Einstiegszeitpunkt? Das ist natürlich die Frage, die uns jetzt allen auf den Fingern brennt. Wir sehen hier, dass die Gewinne nächstes Jahr halt nochmal recht stark negativ werden sollen, nochmal um 15, 5 Euro minus, was natürlich nicht gut ist, ist klar. Aber du siehst auch, es ist eine extreme Verbesserung zu vorher und danach sollen wir halt wieder immerhin 37 Millionen Euro Gewinn haben und das wird dann auch sich noch so ein bisschen weiter so fortsetzen. So, das heißt, es könnte durchaus sein, wenn diese Bewegung jetzt so eintritt, wie sie jetzt prognostiziert wird, dass wir demnächst den Tiefpunkt haben werden und dass es dann auch wieder recht schön hoch geht. Weil wir haben natürlich unglaublich viel Erholungspotenzial, insbesondere weil die Umsätze so schön gestiegen sind. Ja? Und das ist wirklich was, was die Situation gerade sehr, sehr spannend macht. Also wir können eine Pleite aktuell ausschließen, wenn die Erholung so sich einsetzen wird, wie es momentan ist. Das Problem, was wir gerade haben, ist allerdings ein reines Kostenproblem. Ja? Du siehst ja, die Umsätze steigen. Dementsprechend dem Geschäftsmodell von Warta geht es eigentlich gut. Sie finden Kunden. Aber aufgrund von Investitionen oder was auch immer der Grund ist, ist es momentan so, dass die Kosten halt einfach die Einnahmen halt übersteigen. Und das kann natürlich auch sehr, sehr problematisch sein. Deswegen möchte ich mit dir jetzt noch einmal schauen, finden wir da Gründe für? In was investiert Warta momentan? Hat das Zukunftspotenzial und ist das Potenzial vielleicht so groß, dass es sich jetzt gerade insbesondere lohnt, in die Warta-Aktie zu investieren? Am 22.02. wurde bekannt gegeben, dass Warta jetzt halt ermittelt bezüglich eines Hacking-Angriffs. Also der Hacking-Angriff war vorher schon bekannt geworden. Dadurch ist die Produktion zum Stillstand gekommen bei Warta. Und jetzt haben wir halt gerade immer noch die Situation, dass sie gerade identifiziert werden und der Schaden immer noch nicht behoben wurde bei Warta. Dementsprechend steht die Produktion immer noch, obwohl jetzt ja, an sich eine Woche da schon vergangen ist. Und das ist natürlich ziemlich übel. Nichtsdestotrotz ist das eine sehr punktuelle Sache. Ja? Also diese Produktion wieder zum Laufen zu bringen, sollten sie ja wohl irgendwie schaffen. Und dementsprechend ist es durchaus ganz positiv. Und dieser Absturz, der jetzt gerade zustande gekommen ist, ist in erster Linie entstanden, weil halt die Kursziele zum Beispiel von Goldman Sachs wieder reduziert wurden. Aber das sind halt ja alles keine Investitionen. Deswegen, also die News helfen uns leider aktuell nicht weiter. Lass uns doch mal in den Geschäftsbericht schauen. So, dann lass uns erstmal versuchen zu verstehen, wie verdient Warta denn sein Geld? Und das können wir jetzt hier eigentlich ganz schön erkennen. Also hier habe ich eine Aufspaltung des Umsatzes. Und dort können wir sehr schön sehen, einen Großteil des Gewinns machen sie wirklich einfach mit klassischen Batterien, nämlich 42% des Umsatzes. 22% sind hier so Energiespeichersysteme. Dann haben wir noch so Mini-Batterien. Was Coin Power ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so genau. Kannst ja mal unten in die Kommentare schreiben, wenn du das weißt.
Und dann haben wir halt noch irgendwie andere Bereiche, in denen sie halt auch noch tätig sind. So, wenn wir uns den Gewinn anschauen, sehen wir, dass ein Großteil des Gewinns nämlich aus diesem Bereich Consumer Batteries kommt und aus Energie Storage Systems und Micro Batteries. Der große Verlust ist hier in diesem Bereich Coin Power. Also ich glaube, wir kommen nicht drum rum, uns anzuschauen, was Coin Power ist. Okay, ich habe es gefunden. Coin Power sind diese kleinen Mikrozellen. Also im Endeffekt auch Consumer Batteries, würde ich mal sagen. Nur halt etwas speziellere. Also diese Knopfzellen sind das. Okay. Warum jetzt allerdings aufgrund von diesen Lithium-Ionen-Knopfzellen, warum deswegen jetzt so ein starker Verlust gemacht werden muss, das verstehe ich allerdings ehrlich gesagt nicht so wirklich. Hier finden wir jetzt noch eine Erklärung, einmal im Bereich zu, was hat sich bei Varta geändert jetzt in der letzten Zeit und wie kommt dieser Verlust zustande, der momentan dort in den Büchern steht. Wir haben einmal unseren Cashflow aus den operativen Geschäften. Da sehen wir, in 2022 hat das operative Geschäft 58 Millionen verloren, während dass der Cashflow jetzt im 2023 8,3 Millionen negativ betrug. Dementsprechend sind wir auf jeden Fall schon mal auf einem besseren Weg, wenn man so will. Das heißt, wir sind jetzt fast wieder bei der Profitabilität im tagtäglichen Geschäft. Wir sehen aber auch, es gab extreme Investitionen, ja, das heißt, sie haben ungefähr 70 Millionen investiert, ja, und das ist im Endeffekt auch das, wie jetzt, ja, wenn man so will, der Verlust so zustande gekommen ist. Wir sehen auch, dass deren Cashpolster jetzt echt wesentlich kleiner geworden ist, also von den 108,7 Millionen sind wir jetzt nur noch auf 39,8 Millionen. Und das ist natürlich durchaus relativ problematisch, wenn man ehrlich ist. Aber du siehst auch, wenn man jetzt mal die Investitionen außer Acht lässt und sich einfach nur das operative Geschäft anschaut, dann ist das durchaus noch ganz gut gedeckt über die Cash-Position, die das Unternehmen aktuell hält. So, jetzt kommen wir aber mal ans Eingemachte. Also, der Hauptgrund oder die Hauptaktivität, die momentan bei Varta stattfindet oder das Zukunftstreibende, was Varta produzieren möchte, ist ihre 21.700 Batterie, die eine Autobatterie sein soll, die innerhalb von 6 Minuten geladen werden kann. Und in 2024, also jetzt, soll spätestens mit der Produktion begonnen werden. Und das ist natürlich ein Aspekt, der wirklich sehr, sehr interessant ist. Wie schnell da die Produktion hochskaliert werden kann und ob sie jetzt damit wirklich starten können oder ob es nicht doch eher 2025 wird, das ist natürlich die große Frage. Aber daran sehen wir auch, was einfach das große Problem ist bei Varta. Du hast ja gerade in dem Produktkatalog gesehen, Autobatterien sind da noch nicht wirklich drin, außer die ganz normalen 12-Volt-Batterien. Aber das ist jetzt ja nicht das, was wir gerade brauchen am Automobilmarkt. Ja, das heißt, wir können durchaus darauf hoffen, dass wenn Varta das jetzt schafft, dass diese Zellen in die Produktion gehen, dass es sich dann wesentlich verbessern könnte mit Varta. Die zweite Sache, in die Varta momentan investiert, ist halt das Forschungszentrum in Graz. Dort soll halt an weiteren Materialien und so geforscht werden und die Investitionen nach Graz belaufen sich auf 33 Millionen. Dementsprechend siehst du schon, diese 55 oder 70 Millionen an Investitionen, die Varta jetzt getätigt hat, werden zumindest in einen Bereich investiert, der, glaube ich, extremes Zukunftspotenzial hat. Und deswegen kann man meiner Meinung nach durchaus darauf hoffen, dass demnächst die Produktion dort starten könnte. Und jetzt stell dir mal vor, wir haben diese extreme Abwärtsbewegung und dann verkündigen sie auf einmal, wir verkaufen jetzt Autobatterien, die man schnell laden kann. Das wäre natürlich wirklich phänomenal und das könnte sie dann auch wieder nach ganz vorne katapultieren, was diese ganze Batterietechnik angeht. Dazu haben sie jetzt dann allerdings einige Jahre gebraucht, nämlich so 3, 4 Jahre, um das Ganze so zu entwickeln, dass es produziert werden kann. Und jetzt ist halt die Frage, wird es sich ausbezahlen oder nicht? Ob das der Fall sein wird, werden wir in der Zukunft sehen. Aber du siehst, mit dieser Aussicht würde ich persönlich sagen, ist es durchaus realistisch, dass wir wieder in die grünen Zahlen kommen. Und insbesondere, dass das vielleicht auch wieder ein richtiges deutsches Vorzeigeunternehmen wird. Und das wäre natürlich richtig phänomenal, insbesondere wenn wir mal betrachten, auf welchen Kursleveln wir gerade sind. Ich habe dir jetzt mal ein interessantes Kurslevel eingezeichnet. Das siehst du jetzt hier. 13,34 € ist meiner Meinung nach so ein Level, wo bis wohin ein Turnaround durchaus recht wahrscheinlich ist zum aktuellen Zeitpunkt. Dieses Level ist jetzt relativ weit entfernt, nämlich ungefähr
11,27%. Jetzt kann man auf unterschiedliche Arten mal versuchen zu berechnen, wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir jetzt in diesem Bereich drehen? Weil ich habe mich ja darauf spezialisiert, Turnarounds abzupassen, und das ist ja die Frage, die dich jetzt wahrscheinlich auch gerade rumtreibt. Dazu habe ich dir jetzt auf vier verschiedene Arten einmal berechnet, wie wahrscheinlich es ist, dass das Ganze umdreht. So, und zwar jetzt auf diesen 12%, die wir gerade gesehen haben. Es waren ja 11,27 oder so. Ich habe das jetzt mal aufgerundet auf 12. Das heißt, es sollte, je nachdem, was wir jetzt dort für eine Wahrscheinlichkeit zugrunde liegen, sollte die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in diesem Intervall von diesen 12%, ja, dass wir dort jetzt einen Tiefpunkt sehen werden, sollte so in der Wahrscheinlichkeit so zwischen, naja, ich sag mal so zwischen 20 und 40, wahrscheinlich so 25, 30% oder so liegen. Also, es ist auf jeden Fall das Potenzial aktuell da, dass das hier jetzt unser Tiefpunkt sein könnte, ja. 150% sicher ist das natürlich immer nie. Aber du siehst, es spricht schon sehr, sehr vieles dafür. Ja, also wir haben die durchaus aussichtsreichen Investitionen, die jetzt demnächst hoffentlich dann in die Produktion gehen werden, die jetzt logischerweise aber auch einiges gekostet haben. Varta ist natürlich etwas spät dran mit der Produktion seiner Autobatterien, aber ich denke mal, sie können da durchaus noch jetzt diese ganze Umwandlung durchaus mitnehmen, und sie sind ja durchaus ein renommiertes Unternehmen, was die Batterieproduktion angeht. Wenn das Ganze jetzt anläuft, dann könnte es durchaus sein, dass wir sehr, 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 sehr profitabel wieder werden und wir auf jeden Fall hier in die Bereiche wieder kommen, die wir noch so 2020, 2021 hatten. Und das wäre natürlich phänomenal. Ich habe es dir ja ganz am Anfang schon gezeigt, was für das für Potenziale birgt. Ja, und ich würde mal sagen, wenn das jetzt wirklich der Fall sein sollte, dass sie in die Automobilproduktion gehen, ist es auch durchaus realistisch, dass wir neue Höchststände erreichen, und dann haben wir mehr als 1000% Potenzial vom aktuellen Level. Das ist natürlich jetzt eine sehr extreme Sache und eine sehr extreme Einschätzung, aber ich hoffe, du kannst nachvollziehen, wo diese Einschätzung jetzt hergekommen ist. Dementsprechend, hab Warte auf dem Schirm. Wenn du jetzt wissen willst, wann unser Einstiegssignal bei Warte kommt, das nächste, dann trag dich mal für den Investmentclub ein. Dann schicke ich dir nämlich genau diese Signale, die du hier unten siehst, zu. Und wir können uns am Donnerstag gerne auch nochmal über die Warte-Aktie im Investmentclub unterhalten. Dort kommen wir immer alle zusammen und führen meistens richtig spannende Gespräche und gucken mal, hey, was gibt es denn gerade für spannende Aktien am Markt? Weil zusammen sind wir einfach stärker als alleine. Wenn du da mitmachen willst, trag dich gerne ein, komm vorbei. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns einfach im nächsten Video oder halt am Donnerstag im Investment Club. Mach's gut, ciao.